Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Freitagsfolge. Mit mir dabei natürlich René. Hallo! Ja, willkommen im Land der Amis. Die Autos mit dem größten Hubraum und trotzdem dürfen sie nicht schneller fahren als 45 Meilen pro Stunde, 40 Meilen pro Stunde, was weiß ich, auf was die da runter geregelt haben. Zum Glück sind wir nicht in Amerika, sondern in Mexiko und zum Glück sind wir nicht in Realität, sondern in einem Spiel und deswegen würde ich sagen, können wir jetzt endlich 150 fahren statt der 90, zu denen ich René vorher schon gezwungen habe. Denn die entsprechen so 40, 45 Meilen pro Stunde. Ich glaube, ganz schnell dürfen sie teilweise in Texas und so fahren, wo es bis zu 70 Meilen pro Stunde geht. Also dann doch immerhin 115 km/h. Ich würde sagen, das geht dann schon halbwegs in Ordnung. Quasi gut, ja, als Deutscher sagst du, okay, da schlafe ich ja ein. Ja. Und ja, wir sind am Kreisel jetzt, dann schlafen wir nicht ein, jetzt geben wir mal richtig Vollgas. Oh, da. Mein Auto hat einen bösen Blick und den setzt das jetzt um. Großer Motor muss. Mit großem Motor kommt auch große Topspeed. Der zieht mir auf jeden Fall ein bisschen weg. Ja, doch, der. Dachte eigentlich, das. Gefühlt, für das, was er an Leistung haben, geht ihn oben schon ganz schön die Luft aus, muss man sagen. Aber. Gleichzeitig, langsam ist man jetzt auch nicht unterwegs. Ich glaube, das ist das, was mich bei Dodge immer so am meisten gestört hat, sondern Motto, gefühlt hast du da diese brutalsten Leistungsdaten stehen und dann kommt doch nicht so wirklich was, aber anscheinend reicht's wenigstens gegen den Muster. Jetzt kurz konzentrieren. Was ist denn dieser Topspeed, den wir hier fahren? Dieses Auto. Schnell unterwegs. Und wer sich jetzt wundert, warum ich hier so komische Geräusche mache und sage, wohoho, ist das schnell. Der schaut in die Folge von vor 2 Wochen. Da sind wir nämlich zwei Sportwägelchen gefahren. Und zumindest einen habe ich geknackt. Einen dieser Sportwagen. Also ich habe keinen geknackt. Naja, würde mich auch wundern. Das war nämlich recht knapp. Was bist du denn gefahren? Verraten wir es diesmal einfach jetzt gleich, bevor wir es wieder vergessen. So, ich hatte 316. Oh, okay. Mit 338 war ich unglaublich 1 km/h schneller als der McLaren. Und einen Launch später merkt man irgendwie auch, das geht nicht so krass gut, wie man es eigentlich jetzt denken müsste. Aber wir haben ja nicht das Trackpack drauf auf dem Dodge. Mit den brutalen Hinterreifen und den Vorderreifen. Wir waren ja die Straßenversion, zugelassene Version mit den normalen Reifen und auf der normalen Straße geht ihm da schon auch mal der Grip aus. Mal schauen, 250 sollte machbar sein mit den Autos. Müsste eigentlich, ja. Ja. Oh. Oh, ich war zu spät auf der Bremse. Uiuiui. Ja, und da stehen sie. Hier vorne der Mustang mit seinem bösen Blick. Und wenn man mit der Kamera ein bisschen nach oben geht und drüber schaut, ein Stück hinten, weiter hinten, steht dann der Mustang. Gebremst hat er auf jeden Fall schon mal besser. Aber ich habe es ja auch total verkackt. Trotzdem ist der Unterschied so groß, dass ich das gar nicht mehr neu machen musste. Sondern mich einfach geschlagen gegeben habe. Denn das sind keine feierlichen Meter, ah, jetzt habe ich mich irgendwie verhaspelt, aber es sind 149 Meter. Ja, ich habe 132 Meter, also beides. Ja, ist kein großer Unterschied, ne? Ja, doch eigentlich schon, wenn ich mir jetzt denke, ich fahre jetzt in Deutschland Autobahn 250, weil das können ja beide und dann ist das schon durchaus der entscheidende Unterschied zwischen Leben und Tod, gerade wenn man da seitlich mal drauf schaut. Stehe ich schon wirklich ein gutes Stück später. Das hat er jetzt nicht so gut gemacht. Was er dafür besonders gut macht, sind
einfach so die Daten vom Motor. Wir haben es ja schon angesprochen, großer Motor, großer Topspeed und so. Ja, Power 717 PS. Da kann ich gar nichts entgegensetzen, gar nichts. Ja. Da komme ich mir absolut untermotorisiert vor. Ich habe 467 PS. Ja, genau. Da saugt er einfach mal ein bisschen das Doppelte weg. Mit Supercharger klingt auch noch krass. Und Torque, also Drehmoment, natürlich nochmal heftiger. Ich will ich zuerst deinen Wert hören. Ja, ich habe 570 Newton Drehmoment. Nicht schlecht, ich habe 882. Also, das ist auf jeden Fall besser. Ja, einfach großer Motor. Ich glaube, Dodge, gut. Der Mustang ist ein bisschen sportlich angelehnt schon, würde ich sagen. Natürlich noch Richtung Muscle Car, immer noch großer Motor, starke Leistungsdaten. Aber halt eben auch schon Fahrwerk und alles sportlich ausgelegt. Dodge, das ist ein reines Muscle Car vom Feeling her. Und ja, das merkt man auch. Die haben sich einfach gedacht, Amerika, Land der großen Motoren und großen Autos. Machen wir Auto groß, machen wir Auto aber leider auch schwer. Ich knack die 2 Tonnen mit dem Auto. Nein, wirklich? 2013 Kilo. Wow. Ich habe 1681. Hm. Also ganz weit weg von den 2 Tonnen. Ja, also da merkt man einfach so, auch wenn sie jetzt dort von der Form, natürlich der Dodge schaut so ein bisschen größer aus, aber sie sind recht ähnlich von der Form. Aber Dodge einfach mit allen Zahlen haben sie, die haben sich gedacht, setz mal eins drauf. Viel Leistung, viel Gewicht. Und auch viel Hubraum. 6,2 Liter sind es bei mir. Ja, 5,03. Die 0,3 können wir auch wegfallen lassen, 5 Liter Motor. Genau. Das fühlt sich ja schon fast an wie so ein EQ-Motor. Nein, dann kann man noch sagen, natürlich viel Gewicht an der Vorderachse, 57% und 50-50 ein bisschen entfernt. Ich habe 53. Also da ist genau eben genau dieses auch schon auf allgemeine Sportlichkeit ausgelegt und dann beide Autos, Motor liegt vorne, bei beiden Autos werden die Hinterreifen angetrieben und wie sie das dann auf der Teststrecke umsetzen können, das schauen wir uns eben jetzt gleich an. Aber vorher muss ich noch sagen, wie bewundernd ich deine Front finde. Also das ist, sieht aus wie so ein Haimaul. Böse. Ja. Da hat jemand gesagt, böse und Auto, so will ich das haben. Du bist manchmal in der Natur und denkst dir, irgendwie ist es mir hier zu leise. Du hast dann in deinen Geldbeutel und merkst, ich habe genug Geld, um Reifen und Sprit zu verbrennen. Dann weißt du, dass die Zeit für einen Dodge gekommen ist, denn ja, also dieses Auto kann ja vor Kraft kaum gehen. Wir haben am Start gesehen, Wheelspin, E-Star und ja, irgendwie, du hast einen großen, fetten Ami mit riesen Motor. Ein Wunder, wenn da Sprit und Reifen bald neue gebraucht werden. Hier aus den Kurven raus, Wheelspin ist des Todes. Du musst richtig vorsichtig am Gas sein. Und dann geht's weiter. Um die zweite Haarnadel. Ja, was ist denn dein erster Eindruck zum Auto? Ja, irgendwie trotz dieser erheblichen Leistung, er kriegt's halt einfach nicht auf den Boden. Und dadurch ist er doch irgendwie sehr schwerfällig. Und ja, er wiegt über 2 Tonnen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, man merkt das nicht. Und irgendwie, wenn er dann Leistung hat, dann... Ja, Grip-Level technisch ist er auf jeden Fall nicht auf dem Niveau. Also, ja, ich sag mal so, die wollten, glaube ich, keinen Rennwagen bauen. Und wenn doch, das haben sie nicht geschafft. Nee. Würde ich mal so behaupten. Ich glaube auch nicht, dass der wirklich speziell für die Rennstrecke gebaut wurde, sondern tatsächlich, dieses Auto haben sie sich genommen und gedacht, hier... Machen wir einfach einen Ami mit, der auf dem Dragstrip daheim ist. Weil da kannst du dann beide Hinterreifen draufziehen, hast die Leistung und dann, wenn er die Leistung auf den Boden bekommt, dann nehme ich an, dass er wirklich schnell ist. Aber so hier auf der Teststrecke, gerade hier haben wir eine kurvigere Teststrecke mit diesen Haarnadeln am Anfang. Da fühlt er sich nicht wohl dafür. Ist dem Auto wirklich
Du musst dein Bestes geben, damit du nicht im Grün landest. Hier, bin ich aber ganz ehrlich, habe ich schon. Jetzt ist es jetzt für uns der zweite Versuch, weil beim ersten Mal. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass wie früh, wie stark ich bremsen muss, damit das Auto nicht überall rausrutscht und habe dann einen Checkpoint verpasst. Und ja, das ist wirklich eine Arbeit, dieses Auto halbwegs sauber über die Teststrecke zu bekommen. Und wirklich schnell ist man dann trotzdem nicht. LI-technisch haben wir uns jetzt nur einen Punkt gesteigert, aber ich glaube, Rennstreckentauglichkeit doch um einiges. Klar, ein bisschen weniger Leistung ist in dem Auto drinnen, aber er bekommt auf jeden Fall am Start schon mal besser auf die Strecke und wir haben auch weniger Gewicht, wir haben ein besseres Fahrwerk. Also mich würde es wundern, wenn der Mustang nicht deutlich schneller und deutlich besser hier klarkommen sollte. Also alleine die erste Kurve lässt sich mit dem schon so viel besser fahren. Gefühlt zumindest. Er hat ein recht langes Getriebe unten, das merke ich jetzt gerade hier bergauf. Da würde ihm vielleicht. Wir haben ja hier im Spiel die 6-Gang-Handschaltung-Version. Den gibt es in echt aber noch mit einer 10-Gang-Automatik. Ich glaube, was das die. Die geiler wäre. Nichtsdestotrotz. Das funktioniert wirklich gut. Du merkst, dass das Auto leicht ist. Es fühlt sich spritziger an. Du merkst, dass das Gewicht besser verteilt ist. Das Auto weder untersteuern noch übersteuern ist so wirklich vorhanden. Du merkst wirklich, wie sich die Reifen in den Asphalt reinbeißen und entsprechend kannst du es mit mehr Gefühl auch um die Kurven buxieren. Und auch wenn ich nach hinten schaue, du bist wirklich auch noch nah dran. Das macht das Auto nicht nur jetzt für mich angenehmer zum Fahren. Ich denke auch für dich. Ja. Definitiv, ich sehe dich noch. Also jetzt gerade, ja, wenig, aber immer wieder. Ich war mit dem Dodge eben weiter weg auf jeden Fall. Ja, einfach dieses gewonnene Vertrauen ins Auto, einfach dadurch, dass du merkst, dass der sich griffiger anfühlt, dass er sich leichter anfühlt, dass er sich sicherer anfühlt durch die bessere Gewichtsverteilung. Kannst du den wirklich gut am Limit hier über die Strecke schmeißen. Ja, und du merkst, dass der halt einfach um die 400 Kilo weniger hat, ne? Also. Ja. Genau das, was ich gemeint habe. Mustang hat natürlich noch mit 5 Liter großer Motor Muscle Car abgeliefert, aber gleichzeitig haben sie auch Sportlichkeit abgeliefert. Das wird man wahrscheinlich auch in der Zeit merken. Ja, und dann sind wir auch im Resümee wieder hier auf Chihuahua. Ich habe mir die Zeiten ein zweites Mal nicht gemerkt. Ich habe wieder René die Aufgabe überlassen. Und trotzdem will ich jetzt noch ganz kurz meine Einschätzung abgeben. Der Mustang war definitiv schneller. Bei dir deutlich, aber auch bei mir, sage ich, war er wirklich ein gutes Stück schneller. Jedenfalls ist das jetzt mal mein Gefühl. Definiere ein gutes Stück. Gutes Stück schon mehrere Sekunden tatsächlich. 2, 3, 4 Sekunden. Also meinst schon, dass du 2, 3, 4 Sekunden schneller warst, ja? Ja. Im Mustang. Das ist... Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass der Dodge bei dir das schnellere Auto war... Dann sage ich, du spinnst. Also, gefühlstechnisch, klar, natürlich, hier leistungstechnisch hat der Dodge einen Vorteil. Aber wirklich alles andere hat der Mustang so viel besser gemacht. Ich denke nicht, dass da die Leistung reicht. Nein, doch, bei euch okay, sagen noch wir mal so, ist, der Mustang war der schnellere, ja. Auf einmal hin. Ja. Aber nicht so deutlich, wie du das einschätzt. Echt? Okay. 0,6 Sekunden. Puh, okay. Es ist gerade so mehr, dass ich sagen kann, dass... fällt gerade so schon außerhalb vom Rahmen von dem, was man sagt, dass das ein menschlicher Fehler sein kann auch. So über eine halbe Sekunde, immerhin. War der Mustang schneller? Alter! Okay! Er hat sich so viel besser angefühlt, der Mustang. Bei mir war er tatsächlich 4 Sekunden schneller. Okay. Aber bei dir waren es halt wirklich wieder, ja, es war verdammt eng. Spannend. Gut, LI-technisch sind sie nah beisammen, dann hat das wohl doch
seine Richtigkeit, aber ich... Okay. Ich hätte wirklich gesagt, bei dir noch mehr als 4 Sekunden, aber auch bei mir mehr als 0,6. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, sie hätte jetzt auch mehr als 4 Sekunden bei mir geschätzt, aber... Der fühlt sich... Der Mustang fühlt sich auf jeden Fall gefühlt schneller an. Also er ist ja auch schneller, aber er fühlt sich schneller an, als er wirklich ist. Okay. Wahrscheinlich, weil wenn was andersrum gefahren wäre, wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich nicht ganz so krass gewesen. Echt? Gut. Aber es ist schon spannend, weil das Einzige, wo ich sagen kann, dass der Mustang sich nicht gut anfühlt, ist einfach die Übersetzung, dass die teilweise ein bisschen zu lang war. Aber sonst hat er sich gerade im direkten Vergleich zwischen den beiden Autos in fast jeder Disziplin einfach so viel besser angestellt. Kurvenfahrt, Bremsverhalten allgemein, Stabilität, Beschleunigung aus Kurven, engen Kurven und aus dem Startbereich raus. Wo du im Dodge jedes Mal so ein bisschen Probleme hattest und jedes Mal arbeiten musstest gegen das Auto. Wo der Mustang einfach wirklich mit dir zusammen harmonisch gespielt hat. Ja, mit dem Mustang fährst du zusammen über die Landstraße und den Dodge lässt du dich quälen über die Landstraße. Genau. Ne? Ja, gut, wenn ich es jetzt mal so zusammenfassen müsste, den Vergleich, definitiv ausschauen, schaut der Mustang fies aus, ja, aber der Dodge schaut einfach böse aus und das also richtig böse. Farbtechnisch finde ich den Dodge einfach farbtechnisch, designtechnisch finde ich den Dodge allgemein. Nicht nur, weil er dieses Böse hat, aber auch weil er so schön kantig, so schön. Ich bin kein Kompromiss, ich will nicht irgendwas sein, was ich nicht bin. Ich will nicht irgendwie Sportwagen sein, sondern ich bin einfach Ami, groß, böse Muscle-Car. Finde ich verdammt gut gelungen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass der Mustang irgendwie hässlich wäre, aber der Dodge hat einfach seine Identität. Das finde ich ja, gut. Ja, definitiv. So. Und dann aber weg von diesen Äußerlichkeiten hin zum was zählt, fahrerischen. Ja, wenn ich mich da entscheiden müsste, würde ich mich jedes Mal in den Mustang setzen. Einfach weil. Du hast gesagt, er fühlt sich schnell an, aber es ist eben kein so. Er fühlt sich aufgeregt schnell an, weil es sagt mir gerade echt häufig, wenn sich die Fahrt wirklich schnell angefühlt hat, dann bist du teilweise übers Limit drüber gekommen und dann schon wieder langsamer. Gerade wer die alten Top Gear Folgen angeschaut hat, wo sie die Stars auf die Rennstrecke geschickt haben und gesagt haben, ach, das sah schnell aus, dann sind die da gerutscht und alles und waren halt nicht wirklich schnell. Das ist beim Mustang nicht. Der fühlt sich einfach gleichzeitig sicher schnell an und das ist, finde ich, fahrerisch wirklich hat Mustang da. Wirklich was Cooles gebracht. Jetzt wäre noch Zeit für ein paar Worte von dir. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade im Kopf so auf dem Drag Race schon. Ja. Okay. Wie er da abschneidet, beziehungsweise es gibt ja noch so eine andere Version von dem Dodge, der eigentlich nur für Drag Race gemacht ist. Eigentlich. Komm, wir machen das Drag Race. Abschließend das Natürlichste für diese Muscle Cars, der Dragstrap. René war vorher schon dort im Kopf und auch am Start sieht man diesen Grip vom Mustang, wie ich kämpfen muss. Aber klar, für nächste Woche haben wir wieder was Cooles geplant. Das Ganze wurde in diesem Video auch schon angeteased. Wer das verpasst hat, darf gerne nochmal zurückspulen und diesen Teaser finden. Und von dem her wünsche ich euch ein schönes Restwochenende und dann sieht man sich das nächste Mal. Ciao, ciao. Tschüss.